So, herzlich willkommen zu unserem Webinar. Was bedeutet der EU Green Deal für die Pfalz? Mein Name ist Fabian Forsch. Ich bin einer der Vorstandssprecher der Grünen in Neustadt. Und wir haben hier zwei ganz tolle Gäste. Einmal die Jutta Paulus und einmal die Christine Schneider, beide Abgeordnete des EU-Parlaments. Die Europäische Kommission hat Ende 2019 den EU Green Deal vorgestellt. Das Ziel ist eigentlich, dass 2050 die EU der erste klimaneutrale Kontinent sein wird. Im letzten halben Jahr hat dieser Deal so ein bisschen Gestalt angenommen und die ersten Akteure haben den unter die Lupe genommen und sich mal angeschaut, wie der so funktioniert und welche Gelingensbedingungen denn wichtig sind. Zum Beispiel das Wuppertal-Institut hat gesagt, dass man da global agieren muss. Allerdings, wenn wir an global denken, müssen wir auch immer dazu denken, dass global lokal umgesetzt werden muss und auch akzeptiert werden muss. Und da sind wir schon gleich beim Thema, was bedeutet der EU Green Deal für unsere Region, für Landau, für Neustadt, für die Pfalz insgesamt. Und unsere beiden Gäste heute sind, wie gesagt, im Europaparlament und werden die verschiedenen Sichtweisen auf den Deal uns darstellen oder ihre Sichtweisen und auch ein bisschen mehr zu dem Fahrplan sagen können. Im Anschluss wird es dann eine Fragerunde geben, in der ihr eure Fragen stellen könnt. Dabei wird es so sein, dass ich immer nur den Vornamen sagen werde, einfach aus Datenschutzgründen. Und dann ist es auch klar, dass wir uns dann direkt duzen. So sind wir halt. Genau, also nach der Fragerunde werden wir auch noch kurz eine kleine Zusammenfassung vornehmen und dann um 19 Uhr das Webinar beenden. Aber nun erstmal zu unseren beiden Gästen, Jutta Paulus und Christine Schneider. Könnten Sie sich vielleicht kurz vorstellen und dann in den Input gehen? Ja, vielen Dank, Fabian, für die Einführung. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ihr könnt die Fragen an uns sozusagen schicken und wir würden es dann so machen, dass wir die vorlesen. Ihr könntet euch aber auch zu Wort melden. Da habt ihr so ein Ich melde mich Händchen und dann schauen wir, dass wir diese Wortmeldungen auch nach Möglichkeit innerhalb des Zeitrahmens unterbringen. Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Jutta Paulus. Ich wohne in Neustadt an der Weinstraße, bin da auch im Moment jetzt wieder, bin heute Morgen von Brüssel losgefahren, sitze seit Juli letzten Jahres im Europaparlament, bin da Vollmitglied im Umweltausschuss und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie und stellvertretendes Ausschussmitglied im Ausschuss für Verkehr und Tourismus. Die, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich mich sehr viel mit den Themen Klima und Energie beschäftige, bin aber auch sehr interessiert an Biodiversität, Naturschutz. Wie können wir es erreichen, das Artensterben aufzuhalten, was uns ja jetzt auch gerade sozusagen auf dem Präsentierteller gezeigt wird, was es bedeutet, wenn wir den Biodiversitätsverlust nicht stoppen. Das hat auch die WHO gestern in ihren Leitlinien für eine Recovery, also ein Wiederanfang nach Corona festgeschrieben. Das ist eine Zoonose gewesen, sprich eine Krankheit, die vom Tier auf Menschen überspringt. Und solche Ausbrüche werden wir mehr und mehr erleben, je mehr wir Druck auf die Wildnisgebiete ausüben, je enger der Mensch den Wildtieren auch auf die Pelle rückt. Der Green Deal hat aus meiner Sicht sehr viel damit zu tun, dass es sowas wie Fridays for Future gibt, dass es sowas wie eine Klimabewegung gibt, eine Umweltbewegung gibt, die uns Politikerinnen und Politikern klar macht, so kann es nicht weitergehen, so soll es nicht weitergehen. Und ich bin sehr froh, dass dieser Green Deal da jetzt angestoßen worden ist. Ich würde nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, habe auch ein paar Folien, aber jetzt ist natürlich erstmal Christine dran. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, liebe Jutta, vielen Dank, lieber Fabian, zum einen für die Einladung, heute Abend hier mitwirken zu dürfen. Habe da sehr, sehr gerne zugesagt, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir über das, was wir in Brüssel und in Straßburg entscheiden,
auch regional diskutieren und auch klar machen, dass die Entscheidung auf der europäischen Ebene unmittelbar uns vor Ort, ob in der Kommunalpolitik oder in unserem ganz persönlichen Leben betreffen. Mein Name ist Christine Schneider, ich komme aus Edenkoben, bin 48 Jahre alt, war über 20 Jahre Mitglied im Rheinland-Pfälzischen Landtag, bin eigentlich von Haus aus Agrarpolitikerin. Und habe bei der letzten Europawahl gemeinsam mit Jutta das erste Mal für das Europäische Parlament kandidiert und wurde für die CDU Rheinland-Pfalz in das Europäische Parlament gewählt. Bin dort Mitglied im Envi-Ausschuss, wie Jutta, im Umweltausschuss, Umwelt- und Gesundheitsausschuss und im Agrar- und im FAM, im Frauenausschuss. Und meine Schwerpunktthemen sind so die Themen, die zwischen Umwelt- und Agrarausschuss zwischendrin hängen oder beide Ausschüsse betreffen. Und deshalb werde ich mich heute auf das Thema Kernstück im Green Deal, auf das Thema der Farm to Fork, von dem Hof auf den Tisch Strategie konzentrieren und so ein bisschen die Biodiversitätsstrategie vielleicht noch streichen. Das sind zwei Kernstücke des Green Deals und versuchen runterzubrechen, wie es uns letztendlich jeden Einzelnen von uns betrifft. Und ich freue mich dann anschließend auf die Diskussionen, auf die Fragen von euch, von Ihnen und auf den Input für unsere Arbeit dann auch in Brüssel. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Also ich finde das auch, das muss ich an der Stelle wirklich mal loswerden. Das ist für viele in Deutschland, glaube ich, nicht klar oder nicht präsent, weil eben das Vorgehen so unterschiedlich ist. Wir haben ja in Europa die sogenannte Co-Legislation, also die gemeinsame Gesetzgebung, und die funktioniert so. Der Gesetzesvorschlag kommt von der EU-Kommission. Die EU-Kommission entspricht sozusagen unserer Regierung, unseren Ministern, die einzelnen Kommissare, die werden aber von den Mitgliedstaaten gestellt. Das bedeutet, wir haben dort keine Koalition, wie es auf Bundesebene ist, sondern jeder Mitgliedstaat entsendet eben jemanden. Und da die ganzen Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche Regierungen haben, ist es auch ein breites Spektrum, was sich dort in der Kommission wiederfindet. Ist ja klar. Die Kommission macht also einen Gesetzesvorschlag, so wie er eben in Deutschland meistens aus einem Ministerium kommt, als Referentenentwurf. Dieser Gesetzesvorschlag wird dann dem Europaparlament zugeleitet zur Stellungnahme, Änderungsvorschläge und so weiter und dem Rat der Mitgliedstaaten, also quasi dem Bundesrat sozusagen auf europäischer Ebene, die dann auch wieder ihre eigenen Ideen einbringen. Dann hat man also zwei, wie auch immer, geänderte Vorschläge. Und dann gibt es den sogenannten Trilog, wo eben die Vertreterinnen und Vertreter des Rates der Mitgliedstaaten, vertreten in dem Fall durch das Land, was gerade die EU-Ratspräsidentschaft hat. Das wird also jetzt ab 1. Juli Deutschland sein. Fürs letzte halbe Jahr war es Kroatien. Auf der anderen Seite haben wir das Parlament, vertreten durch den oder die Berichterstatterin. Das ist also immer eine Person, die dann die gesamte Parlamentsposition, wie sie im Plenum abgestimmt wurde, vertritt. Das sind auch immer unterschiedliche Parteien. Das wird nach einem bestimmten Schema vergeben, diese Berichterstatterposten. Und die Kommission sitzt natürlich auch noch mit am Tisch und verhandelt mit, versucht auch Kompromisse zu finden und so. Das heißt, das ist ein bisschen anders, als es im Bundestag läuft. Und was ich eigentlich sehr positiv daran finde, dass wir nicht diese starren Grenzen haben. Hier ist die Regierung, da ist die Opposition. Die Opposition kann tolle Vorschläge machen, kann sie ausdrucken, kann sie der Presse zuleiten, ansonsten in die Schublade legen. Und die Regierung, kann mit ihrer Mehrheit, wenn man sich innerhalb der Regierungsparteien einigt, eigentlich ihr Ding machen. Das ist auf europäischer Ebene nicht so. Das heißt, wir haben auf europäischer Ebene wirklich auch ja, ein interfraktionelles Arbeiten, ein Arbeiten auch auf Sachebene, wo sich auch ganz unterschiedliche Koalitionen finden können. Und ich finde das persönlich, sage ich jetzt mal, sehr angenehm, sehr positiv, weil man natürlich auch ganz anders miteinander umgeht, ne? Wenn man halt weiß, okay, wir brauchen hier eine Mehrheit und die sind jetzt nicht an Bord, aber wenn wir an der und der Stelle einen Kompromiss machen, dann könnte man vielleicht noch die Fraktion an Bord kriegen und dann haben wir eine Mehrheit im Plenum. Und ja, also wie gesagt, ich finde das sehr spannend so und auch wenn es manchmal sehr mühsam ist, wie zum Beispiel bei dem Fall, den ich gerade verhandle zu den Emissionen des Seeschiffsverkehrs, ist es trotzdem, glaube ich, ein Arbeiten auf der Sachebene, was ich richtig gut finde. Genau. Ich würde jetzt der Einfachheit halber mal versuchen, meinen Bildschirm zu übertragen. So, seht ihr das alle? Sehr schön.
Gucke ich jetzt mal, dass ich das auch selber sehe. Ich sehe So. dich zweimal, Jutta. Du siehst mich zweimal, um Gottes Willen. So, Zweimal ja. auf dem Bild und dann nochmal. Ja, genau. Wieso geht das jetzt nicht wieder hoch? Doch, da. Also, was bedeutet der Green Deal für die Pfalz? Das Grundprinzip, was Frau von der Leyen ja auch schon in ihrer Antrittsrede praktisch versprochen hat, ist, dass sie halt die EU zum ersten klimaneutralen Kontinent machen will, spätestens im Jahr 2050, und natürlich auch begleitende Maßnahmen zum Umweltschutz, aber auch zum Voranbringen der grünen Wirtschaft sollen in diesem Green Deal enthalten sein. Keine Angst, es sind gar nicht viele Folien, aber dass man das mal so ein bisschen in der Übersicht hat. Also 2050 Klimaneutralität, dann Eindämmung der Umweltverschmutzung, Unternehmen unterstützen, sauberer zu werden, saubere Produkte, saubere Technologien und ganz wichtig, einen gerechten und inklusiven Übergang gewährleisten. Das adressiert insbesondere beispielsweise Länder wie Polen, bei denen die Steinkohleindustrie und zwar nicht nur Kohlekraftwerke, sondern eben auch noch der Bergbau eine sehr große Rolle spielt, viele Arbeitsplätze, hohe Einkommen, sehr gute Sozialleistungen. Und da ist natürlich auch der Widerstand groß, wenn es jetzt heißt, ja, ihr müsst aber einen Kohleausstieg machen. Das ist vollkommen nachvollziehbar, weil man kann zwar jemandem abstrakt erklären, für deine Kinder oder deine Enkel wird es ziemlich doof, wenn wir keinen Klimaschutz machen. Dann sagt er, ja, aber ich muss sie erst mal füttern und zur Schule bringen. Ne? Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass niemand zurückgelassen wird, dass wir alle auch bei diesem Übergang mitnehmen. Unten sind noch mal so ein bisschen die Prozentzahlen. 93% der Europäerinnen und Europäer sagen, Klimawandel ist ein ernstes Problem. Sie haben auch gesagt, sie machen was, um das einzudämmen. Und auch eine sehr breite Mehrheit ist tatsächlich der Überzeugung, das wird zu Innovationen führen, das wird uns voranbringen. Falls sich jemand über diese lustigen Streifen hier am Rande wundert, das sind die sogenannten Warming Stripes, also die sogenannten Wärmestreifen. Das klingt ein bisschen doof. Und zwar stellt das die Abweichung von der globalen Mitteltemperatur dar. Startet im Jahr 1850, geht runter bis eben 2019, ganz hier unten. Und die Referenzperiode sind die 30 Jahre zwischen 1971 und 2000. Das heißt, die ganze Zeit vor 1970 war im Prinzip viel kälter. Und weiß ist quasi genau diese Durchschnittstemperatur. Und wir sehen, wie das also hier gerade in den 2000er Jahren enorm hochgeht. Und ich glaube, wenn man sich das so verdeutlicht, ist uns auch klar, warum das ein Problem ist. Ich habe heute auch noch mal eine Karte gesehen, wo mittels einer sehr ausgefeilten Technik, die ich nicht ganz verstehe, ich glaube sie erstmal, ich bin generell sehr, sehr wissenschaftsgläubig, wenn man das so sagen darf, die mal angeschaut hat, wie es denn mit unseren Grundwasserleitern aussieht, inwiefern sich die Dürren der vergangenen 2 Sommer ausgewirkt haben. Und es ist katastrophal, es ist wirklich katastrophal. Ganz Mittel- und auch Osteuropa sind die Grundwasserleiter in einem wirklich beklagenswerten Zustand. Und ich hoffe nur inständig, dass wir einen sehr, sehr verregneten Sommer bekommen, damit sich das wieder etwas verbessert. Genau. Ja, Zeitplan. Also am 11. Dezember 2019 war dann die offizielle Vorstellung des Green Deals durch die Kommission mit einer Kommunikation dazu, mit einem Annex, also einem Anhang, in dem die einzelnen Maßnahmen und Schritte vorgestellt waren, inklusive dem Zeitplan, wann die erfolgen sollen. Dann kam im Januar schon die Vorstellung des Investitionsplans und des Mechanismus für einen gerechten Übergang. Das ist das, was ich gerade sagte, ne? Wie können wir es erreichen, dass die Branchen, also die Beschäftigten, insbesondere in den Branchen, die wir so nicht weiter betreiben können, nicht zurückgelassen werden. Im März kam dann der Vorschlag für ein europäisches Klimagesetz. Das wird jetzt aktuell auch verhandelt. Ich habe gesehen, unser Shadow Rapporteur, also unser Schattenberichterstatter, das muss ich jetzt noch klären. Also das Parlament hat quasi einen Berichterstatter, der für die Position des Parlaments zuständig ist. Aber um diese Position zu entwickeln, schickt jede Fraktion noch einen Schattenberichterstatter an seine Seite. Und unter dieser Gruppe von Leuten wird sozusagen ausgelotet, wo ist ein Kompromiss und wie können wir das am besten formulieren. Jedenfalls unser Schattenberichterstatter hat mal geteilt, wie viele Änderungsvorschläge es denn zu diesem Klimagesetz gab, und es sind so 500 Seiten. Seiten, ne? Nicht 500 Änderungsvorschläge. Es ist heftig. Genau. Und
Ebenfalls im März kam die europäische Industriestrategie, in der vorgestellt wird, wie die Kommission meint, dass wir eine zukunftsfähige, innovative Industriepolitik machen sollten, um eben auch klimaneutral werden zu können. Denn ein Großteil unserer Emissionen kommt natürlich aus der Energiewirtschaft, klar, aber die Industrie ist ja auch nicht unbeteiligt. Genau, dann gab es ebenfalls immer noch im März den Aktionsplan Kreislaufwirtschaft mit Schwerpunkt nachhaltige Ressourcennutzung. Wir sind ja in Europa nicht unbedingt ein Kontinent, der reich an eigenen Ressourcen ist. Also Humankapital, wie das so schön heißt, sprich gut ausgebildete Menschen, haben wir viele. Aber Kupfer oder Eisen oder Lithium oder Mangan oder Erdöl, da sieht es schon relativ mau aus. Und das ist auch der Grund, warum die Kommission und wir sowieso der Meinung sind, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn wir unsere Ressourcen tatsächlich im Kreislauf halten. Zum einen, um die Umweltverschmutzung natürlich zu verringern, aber gleichzeitig stärkt das auch unsere Wirtschaft, weil wir dann nicht mehr abhängig davon sind, dass wir Ressourcen aus anderen Ländern in großem Stil importieren. Dann haben wir im Mai die Vorstellung der Strategie vom Hof auf den Tisch. Dazu kann Christine nachher noch ganz viel sagen. Das ist ja dein Leib- und Magenthema, sage ich jetzt mal. Und die Vorstellung der Biodiversitätsstrategie für 2030. Und ich finde das auch sehr richtig, dass diese beiden Strategien zusammen vorgestellt worden sind, denn es ist ja überhaupt nicht abzustreiten, dass selbstverständlich unsere Art, Landwirtschaft zu betreiben, auch einen Einfluss hat auf die Biodiversität. Also was wir auf 50% unserer Flächen in der Europäischen Union tun, hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Artenvielfalt. Genau. Was soll passieren? Der Energiesektor soll dekarbonisiert werden. Was heißt dekarbonisiert? Es soll eine Abkehr erfolgen von den fossilen, kohlenstoffhaltigen Energieträgern, denn die sind für mehr als 75% der Treibhausgasemissionen der Europäischen Union verantwortlich. Die gute Nachricht ist, es gibt Alternativen. Wir haben erneuerbare Energien. In Deutschland haben wir aktuell dieses Jahr 50% des Strombedarfs werden durch erneuerbare Energien gedeckt. Aber es ist halt nur der Strombedarf, ne? Also wir müssen ja auch noch heizen und wir wollen uns auch noch irgendwie fortbewegen. Das heißt, da ist auch noch einiges zu tun abseits vom Strombedarf und das nimmt auch der Plan der Kommission in den Blick. Da kommen jetzt nochmal einzelne Proposals, also einzelne Vorschläge nach, beispielsweise, wie sollen wir Energiespeicher zukünftig angehen? Wie können wir nachhaltig Mobilität gestalten? Wie können wir alternative Brennstoffe einführen? Wie wollen wir die überhaupt gewinnen? Also die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ist draußen. Die der Europäischen Kommission kommt jetzt Anfang Juli. Da wird auch schon heftig diskutiert, hatten wir auch schon mehrere Austausche zu mit eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Kommission zu verschiedenen Themen, was in dieser Wasserstoffstrategie festgeschrieben werden sollte oder auch nicht festgeschrieben werden sollte, ist also ein sehr wichtiges Thema. Und Gebäude, Renovierung von Gebäuden, 40% des Energieverbrauchs entfällt auf den Gebäudebestand. Das heißt, wir haben da wirklich auch einen sehr großen Hebel. Wenn wir unsere Gebäude energetisch modernisieren, dann können wir natürlich auch zum einen Energie einsparen, zum anderen aber auch Kosten senken für die Bewohnerinnen und Bewohner. Ist ja klar, ne? Also alles, was ich eben nicht heizen muss, spare ich ja auch im Geldbeutel. Und da hat leider, muss ich jetzt sagen, die Bundesregierung mit dem Gebäudeenergiegesetz ist sie ein bisschen zu kurz gesprungen, denn sie hat gesagt, ein Nearly Zero Energy Building, also ein Niedrigstenergiegebäude, das ist die Energie von 2014. Das finde ich jetzt ein bisschen zu kurz gedacht, weil eigentlich brauchen wir einen klimaneutralen Gebäudebestand bilanziell. Es wird natürlich auch Plusenergiegebäude geben, sprich es wird Gebäude geben, die mehr Energie erzeugen, als sie selbst verbrauchen, dadurch, dass sie Solarpaneele auf dem Dach haben, an der Fassade haben, dadurch, dass sie Erdwärme nutzen und eben zugleich noch Energie produzieren und in Passivhausbauweise gebaut sind. Das heißt, diese Gebäude brauchen wir aber sowieso, um beispielsweise auszugleichen, dass wir denkmalgeschützte Häuser natürlich nicht mit unseren Fassadenelementen wunderbar dämmen können, weil
Das möchte keiner, das will ich auch nicht, ne? Also ich habe da auch ein sehr großes Herz für denkmalgeschützte Gebäude. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wir bei den anderen Gebäuden wirklich so weit runterkommen mit dem Energiebedarf, wie es irgend möglich ist. Ach so, noch zu dem, macht er jetzt nicht. Doch, noch zu den Gebäuden. Also es wird eine Renovierungswelle geben. Das hat der für Klima zuständige Vizepräsident der Kommission Franz Timmermans angekündigt. Leider war jetzt in dem Recovery Plan nach Corona kein eigener Topf dafür vorgesehen, aber das wäre halt auch im Sinne des Arbeitsmarktes ungeheuer sinnvoll. Der Europäische Verband für Energieeffizienz hat beispielsweise ausgerechnet, je nach Mitgliedsland, es schwankt ein bisschen, pro Million investierten Geldes für die Gebäudemodernisierung können je nach Mitgliedsland zwischen 12 und 25 Jobs geschaffen werden. Und jetzt denkt natürlich jeder, hä, wir haben doch sowieso gar nicht genug Handwerker in Deutschland. Ja, das stimmt. Aber wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit von 30% in Griechenland. Ja, und es sollte durchaus möglich sein, in einem vereinten Europa da gegenseitig voneinander auch zu profitieren. Vielen Ja. Dank, Jutta. Ich bin noch nicht Das, ach, fertig. tut mir leid, tut mir leid. Ja, wir Da. haben die Industrie, Unterstützung der Industrie bei Innovationen. Gibt es also auch einen speziellen Topf, wo eben beispielsweise solche Pilotprojekte wie grüne Stahlproduktion unterstützt werden können, wo das Recycling vorangebracht werden kann. Und bei Mobilität natürlich der öffentliche Verkehr ist klar. Jeder denkt bei Verkehrswende erstmal immer nur an Elektroauto. Klar, die brauchen wir auch. Aber viel wichtiger ist es, dass wir den öffentlichen Verkehr stärken und auch die nicht motorisierte Mobilität stärken, sprich eine fahrradfreundliche Stadt, eine fußgängerfreundliche Stadt oder was jetzt Anne Hidalgo in Paris vorstellt, die Viertelstundenstadt, ne? Also alles, was du für im täglichen Leben brauchst, sollst du innerhalb einer Viertelstunde zu Fuß erreichen können. Solche Konzepte finde ich da super spannend. Genau. Und was hat jetzt jeder davon? Umweltfreundliche Energie, bessere Luft, das kommt ja noch dazu. Das hat ja die WHO jetzt auch noch mal festgestellt. Bitte Leute, steigt aus den fossilen Energien aus. Das senkt die Luftverschmutzung, verbessert die Gesundheit. Aktionsprogramm Kreislaufwirtschaft habe ich auch eben schon gesagt. Abschaffung von Einwegprodukten, Förderung von Recycling, Eco-Design Richtlinie, die gibt es schon länger. Die müssen wir natürlich auf mehr Produkte ausweiten, sodass auch die Möglichkeit besteht, dass man solche Produkte repariert. Also ich habe hier was kann ich, sieht man das jetzt? Ich habe jetzt hier so ein Handy, was man tatsächlich auseinanderbauen kann. Also da war dann mal das Mikrofonteil unten kaputt und dann habe ich mich bei denen gemeldet und habe gesagt, hier funktioniert nicht. Und dann haben die gesagt, kein Ding, wir schicken dir das Ersatzteil und schicken Anleitungen, wie du das tauschen kannst. Ups. Was wir denn jetzt nicht das machen. Wie du das tauschen kannst, und das hat auch wunderbar geklappt, und ich kann das weiter nutzen. Ne? Und bei einem klassischen verklebten Handy hätte man es halt sonst wegschmeißen müssen. Biodiversitätsstrategie, ganz, ganz wichtig. Wir haben es nicht geschafft, das Artensterben einzudämmen. Es geht unvermindert voran. Und dazu brauchen wir natürlich neben der Änderung in der Agrarpolitik unbedingt auch ein besseres Management unserer Schutzgebiete. In der Strategie steht beispielsweise drin, 30% der Flächen auf dem Land, 30% der Flächen im Meer tatsächlich unter Schutz zu stellen und davon jeweils 10% unter strengen Schutz, also wo gar nichts passieren darf. Wir haben ja beispielsweise bei einer Natura 2000 Fläche, darf man trotzdem Landwirtschaft betreiben oder man darf trotzdem dort wohnen oder so. Es sind halt nur Maßnahmen oder bestimmte Aktivitäten untersagt. Und in diesen strengen Schutzgebieten darf man halt nichts, also gerade so spazieren gehen, das war's aber. Aber was viel wichtiger noch ist, ist, dass diese Schutzgebiete auch untereinander vernetzt sind, damit sich die Arten auch von Schutzgebiet zu Schutzgebiet überhaupt bewegen können, denn nur so schaffen wir die nötige genetische Vielfalt. So, Europäisches Jahr der Schiene haben wir noch, das Klimagesetz hatte ich eben schon. Und das ist nochmal das Schaubild. Das ist leider nur auf Englisch. Das kann aber auch jeder auf der Seite der Kommission aufrufen. Das ist da auch nochmal jeweils dargestellt mit den Links zu den einzelnen Gesetzesvorschlägen, die im Rahmen dieses Green Deal kommen werden. So, das war's jetzt. Vielen Dank, Jutta, für diesen schon mal sehr großen Einblick in den EU Green Deal. Ich möchte kurz noch mal darauf hinweisen, wir haben schon einige Fragen
Die dürft ihr weiterhin per Text stellen. Ich schreibe mir auch immer so ein bisschen was mit. Ihr dürft aber auch gleich die Hand heben und dann können wir euch freischalten, dass ihr eure Frage auch so stellen wollt, wie ihr sie stellen möchtet. Dazu kommen wir auch gleich. Also genau, einer hat es schon verstanden. Ich wollte nur noch mal mitteilen, im Chat stand es schon, wir werden die Präsentation später noch mal veröffentlichen und wir werden auch das hier Gesagte im Video veröffentlichen. Deshalb nur die Vornamen, seid euch also bitte dessen bewusst. So, und dann würden wir Christine Schneider noch die Möglichkeit geben, ihre Sichtweise auf den EU Green Deal darzustellen. Frau Ja, Schneider. vielen Dank. Ich habe mich im Vorfeld mit Jutta auch abgestimmt. Sie hat ja gesagt, dass sie zusammenarbeiten. Das ist so auch bei uns auf der europäischen Ebene sehr gut funktioniert und dass ich mich auf mein Schwerpunktthema konzentrieren werde im Zuge des Green Deals auf die Farm-to-Fork-Strategie. Ich bin Berichterstatterin meiner Fraktion, der EVP, im Europäischen Parlament, im ENVI, im Umweltausschuss für die Farm-to-Fork-Strategie, quasi die Hof-auf-den-Tisch-Strategie. Und die Strategie, die die Kommission vorgelegt hat, die ist wirklich wegweisend und auch einzigartig, weil sie die kompletten Maßnahmen, die die Lebensmittelkette betreffen, umfasst. Von der landwirtschaftlichen Urproduktion auf der einen Seite über die Lebensmittelverarbeitung und Veredelung, über die Verpackung, Transport, ja, bis letztendlich das Lebensmittel dann bei uns auf dem Teller landet. Und ich will es vielleicht im Pfälzischen mal etwas darlegen oder vergleichen. Wir alle kennen unsere Region, da spielt der Weinbau eine große, große Rolle. Unsere Landwirtschaft ist vom Weinbau geprägt und wir alle kennen den Pfälzer Wein. Und die Hof-vom-Tisch-Strategie spannt quasi den Bogen von der Pflanzung der Reben im Weinberg über die Bewirtschaftung des Weinbergs, bis wir letztendlich den Wein dann in unserem Glas haben und genießen können. Und jeder Zwischenstopp in der Produktionskette wird in der Farm-to-Fork-Strategie mit einbezogen. Und am meisten be betrifft die Strategie aber uns alle hier, wie wir beisammensitzen, wenn auch virtuell, in der Art und Weise, wie wir jeden Tag ja Lebensmittel konsumieren und wie wir uns für Lebensmittel entscheiden. Und deshalb ist die Strategie auch nicht nur an eine Berufsgruppe oder an eine Sparte adressiert, sondern an uns alle, die Lebensmittel konsumieren, weil der Verbraucher spielt in der Gesamtkette eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Aber bevor ich auf den Punkt komme, möchte ich noch mal einen kurzen Überblick über die Strategie geben und was aus meiner Sicht auch die Knackpunkte sind. Es ist zum einen der Bereich der Landwirtschaft, es sind die Lebensmittelketten und es ist letztendlich dann der Verbraucher. Und die Maßnahmen für die Landwirtschaft, um eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung, Jutta hat es schon angesprochen, zu ermöglichen, soll auf der einen Seite, und das sind Vorgaben, ganz klare Vorgaben in der Farm-to-Fork-Strategie, der Einsatz von chemischen Pestiziden um 50% verringert werden und der Einsatz von Antibiotika bei den Nutztieren und in Aquakulturen soll um 50% gesenkt werden. Der übermäßige Einsatz von Düngemitteln soll reduziert werden, indem der Nährstoffüberschuss um 50% reduziert werden soll. Und da ist um dieses Ziel zu erreichen, soll der Düngemitteleinsatz bis 2030 um 20% verringert werden. Und auf der anderen Seite ist das Ziel, den ökologischen Landbau weiter auszubreiten. Es soll ganz stark in diesen Bereich investiert werden. Wir wollen bis zum Jahre 2030 25% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Europa soll ökologisch bewirtschaftet werden. Zum Vergleich aktuell sind es europaweit 7,5% der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die ökologisch bewirtschaftet ist. Das bedeutet mehr als eine Verdreifachung und damit natürlich auch ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Die Saatgutsicherheit und Vielfalt soll erhöht werden, Tierwohl soll verbessert werden und der Verlust der biologischen Vielfalt, ja, wird schlecht rückgängig zu machen sein, aber wir müssen ihn stoppen. Und das ist auch ein zentraler Punkt der Farm-to-Fork- und der Biodiversitätsstrategie. Die Europäische Kommission hat sehr, sehr viele ambitionierte und konkrete Ziele für den Beginn der Kette, also quasi für die Landwirtschaft, für den Hof gesetzt.
Und aber für den nachgelagerten Bereich, und das ist so der erste Kritikpunkt meinerseits, gibt es viele Ideen, es gibt auch Vorstellungen, aber es gibt wenig Konkretes in der Strategie. Und das wird jetzt auch unsere Aufgabe seitens des Europäischen Parlaments sein, diese Ziele hier auch stärker auszuformulieren und auch klare Zielsetzungen vorzunehmen. Die Maßnahmen für die Lebensmittelkette, der zweite Bereich. Die Nachhaltigkeit der Lebensmittelsysteme soll gestärkt werden. Die Lebensmittelverarbeitung, die Verpflegungsdienstleister, Einzelhändler, das sind die prägenden Kräfte am Markt und die beeinflussen letztendlich auch die Art der Nährwertzusammensetzung von den ihnen hergestellten Lebensmitteln, die Wahl der Lieferanten, die Erzeugungsmethode, die Verpackungen, der Transport, ja, und die Vermarktungs Methoden beeinflussen ja letztendlich auch das Ernährungsverhalten von jedem einzelnen Verbraucher von uns. Und wir sind weltweit der größte Importeur und Exporteur von Lebensmitteln. Und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in der EU hat deshalb ja auch einen sehr, sehr hohen Anteil am ökologischen und sozialen Fußabdruck des Welthandels. Und die Resilienz der regionalen und lokalen Lebensmittelsysteme soll durch kürzere Lieferketten gesteigert werden. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade, und das habe ich auch so selbst wahrgenommen, in der Corona-Pandemie wiederum eine sehr positive Einstellung zum Thema Lebensmittelproduktion gewonnen haben und dass mancher Verbraucher auch wirklich dann darüber nachgedacht hat, wo kommen denn mal unsere Lebensmittel her? Und wir sollten das auch nutzen, um unsere regionalen Märkte zu stärken und wir müssen uns in Europa autark machen. Wir müssen die Versorgungssicherheit sicherstellen, dass wir in Europa dazu in der Lage sind, uns selbst zu ernähren und zwar nachhaltig zu ernähren. Und wir müssen auch die Handelspolitik betrachten und dass wir und überlegen, wie wir die Ziele der Farm-to-Fork-Strategie auch in unsere Handelspolitik entsprechend mit integrieren und auch vertraglich dann festgießen. Ich komme zum Thema Verbraucherernährung und Lebensmittelverzehr. Der Verbraucher soll sich für gesunde und nachhaltige Lebensmittel entscheiden können. Und die Lebensmittel sollen auch im Einklang mit den Leitlinien für eine gesunde und nachhaltige Ernährung stehen. Und aber um diesen Übergang zu einer gesünderen Ernährung zu erleichtern und die, ja, Neuformulierung von Lebensmitteln anzuregen, sollen Nährwertprofile erstellt werden, um die Bewerbung von Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- und Salzgehalt einzuschränken. Und es soll eine harmonisierte, obligatorische, also eine verpflichtende Nährwertkennzeichnung auf der Verpackungsvorderseite erarbeitet werden. Aber für mich ganz persönlich wichtig ist, dass wir auch die Ursprungs-, also die Regionalität, die Herkunftsangaben mit in diese Kennzeichnung mit aufnehmen und dass auch eine ja, Nachhaltigkeitskennzeichnung geschaffen wird, weil wir brauchen das, um, ich sage mal, den Verbraucher dann auch wirklich zu mündigen Entscheidungen zu bringen. Und ein weiterer wichtiger Punkt in der Farm-to-Fork, in der Hof-auf-Tisch-Strategie, ist die Lebensmittelabfälle pro Kopf im Einzelhandel und bei den Verbrauchern zu reduzieren. Das Ziel ist, bis 2030 diese zu halbieren. Aktuell werden über 20% aller erzeugten Lebensmittel weggeworfen oder vernichtet. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass das inakzeptabel ist und dass wir da dringend ansetzen müssen, um auch mehr, ja, zu überlegen, wie können Lebensmittel weiterverwendet werden. Und ich glaube, dass wir da auch Möglichkeiten im Bereich der Kreislaufwirtschaft, und das hat Jutta auch zu Recht angesprochen, es ist ja auch ein Part des Green Deals, des Circular Economy, die Kreislaufwirtschaft, dass wir da auch Möglichkeiten schaffen können. Es muss auf jeden Fall eines unserer obersten Ziele sein, die Lebensmittelverschwendung am besten auf null zu reduzieren. Das ist ein Traum, aber 20% aller erzeugten Lebensmittel zu vernichten und wegzuwerfen, ist inakzeptabel. Gibt dann noch ein paar zum Lebensmittelbetrug, auf den will ich aber jetzt gar nicht weiter eingehen. Insgesamt kann man sagen, dass die Hofstrategie, selbst zu Beginn gesagt, sehr, sehr stark auf den Hof schon fokussiert ist. Und dass die nachgelagerten Bereiche, dass wir, sagen wir auf Pelsisch gesagt, noch ein bisschen Butter bei die Fisch geben müssen. Und mir ist wichtig, dass wir in der Strategie
ganz konkrete Problemfelder aufzeigen, aber auch Lösungen vorschlagen. Und es wird nicht ausreichen, wenn wir auf der einen Seite nur den Hof, also nur die landwirtschaftliche Bewirtschaftung ändern, aber das komplette Lebensmittelsystem, das Konsumverhalten nicht geändert wird. Wir werden es nur hinbekommen, wenn wir die ganze Kette, die komplette Kette, die ich von Anfang an, die ich am Anfang dargestellt habe, auch entsprechend nachhaltig gestalten. Und jetzt noch kurz zum Titel des Webinars: Was hat diese Strategie für einen Einfluss auf uns in der Pfalz? Es ist zum einen eine große, wirklich große Herausforderung für unsere Landwirtschaft. Ich habe am Anfang die Reduktionsziele angesprochen, aber ich sehe darin auch große Chancen. Und wie können wir das im landwirtschaftlichen Bereich erreichen? Zum einen durch Präzisionslandwirtschaft. Die Präzisionslandwirtschaft gibt uns die Chance, dass wir ganz gezielt schauen, was die Pflanze wirklich an Nährstoffen braucht, wo gibt es einen Schädlingsbefall, wo gibt es einen Pilzbefall, und dass wir nicht Pflanzenschutzmittel und Düngemittel nicht großflächig einsetzen, sondern wirklich ganz präzise dort, wo sie gebraucht werden. Aber es ist auf der anderen Seite auch eine, oder Gefahr will ich nicht sagen, wir müssen es im Hinterkopf behalten, weil Präzisionslandwirtschaft erfordert auch immense Investitionen. Und wir müssen schauen, dass diese Investitionen auch unsere kleinen, familiengeführten regionalen Betriebe schultern können. Und dass wir mit solchen Entscheidungen ja die Agrarlandschaft nicht dahin beeinflussen, dass wir immer größere Betriebe haben, sondern dass wir auch unsere kleinen Betriebe in die Lage versetzen, von diesen Techniken teilzuhaben. Dazu ist natürlich eine ordentliche Breitbandversorgung notwendig, um diese Präzisionslandwirtschaft durchzusetzen. Und mich hat es total gefreut, Neustadt, Weincampus Neustadt. Wir haben dort eine Professur für Precision Viticulture geschaffen, um damit wir auch die Weinbranche nachhaltiger gestalten können und von diesen neuen Entwicklungen nicht abgekoppelt wird. Aber das Wesentliche für das Gelingen der vom Hof auf der Tischstrategie und damit die Transformation in ein nachhaltiges Lebensmittelsystem wird sein, wie jeder Verbraucher, wie jeder einzelne von uns sein Einkaufs- und Konsumverhalten verändert. Und ich nehme immer wieder wahr, dass in Umfragen, und die haben wir ja aktuell auch auf der europäischen Ebene, der Verbraucher sagt, ja, ich möchte regional nachhaltig erzeugtes Lebensmittel und hat auch ganz gewisse Anforderungen an die Lebensmittelproduktion. Aber leider spiegelt die sich sehr oft nicht im Kaufverhalten wider, wenn man dann in den Einkaufskorb desjenigen schaut, der befragt wurde. Und uns als Konsumenten muss klar sein, wir entscheiden an der Ladentheke, wie unsere Lebensmittelproduktion aussieht und wie unsere Landwirtschaft aussieht. Und das ist der Punkt, wo wir diese große, große Chance haben, mit der Farm-to-Fork-Strategie das auch wirklich in die Köpfe unserer Verbraucher zu bringen. Und dafür brauchen wir natürlich eine entsprechende Lebensmittelkennzeichnung, dass ein Verbraucher in die Lage versetzt werden kann, auch wirklich zu sehen, wo kommen die Lebensmittel her, wie wurden sie produziert. Und deshalb bin ich auch für ein Tierwohl-Label. Ich bin dafür, dass man genau nachvollziehen kann, in welcher Form Tiere gehalten wurden und dass der Verbraucher da eine transparente, nachhaltige Entscheidung treffen kann. Was das Thema Nährwertkennzeichnung betrifft, Nutri-Score, da bin ich im Moment noch zurückhaltend, weil der Nutri-Score hat Vorteile, er hat aber auch Nachteile, will es an einem Beispiel festmachen. Das Cola Zero wird ein grünes A-Label bekommen, also das Beste, weil es keinerlei Zucker enthält. Während der 100% Direktapfelsaft vom Bauern, der keinerlei Zusätze hat, wird ein rotes E, also das Schlechteste, bekommen, weil er eine hohe Anzahl von natürlichem Fruchtzucker hat. Was will ich sagen? Wir müssen beim Nutri-Score, wenn er denn das entscheidende Label sein soll oder das Label, für das wir uns auf der europäischen Ebene entscheiden, dann müssen wir in den Algorithmen noch nacharbeiten, damit der Verbraucher dann auch wirklich nachvollziehen kann, wieso ist dieses Label und dass ein natürlicher Direktapfelsaft vom Bauern mit Sicherheit gesünder ist wie ein Getränk, bei dem der Zucker entzogen wird und mit Ersatzstoffen gesüßt wurde. Und wir müssen aber vermeiden, dass wir dann Flickenteppich in Europa an Labels bekommen, dass jedes Land sein eigenes Label hat. Wir haben einen gemeinsamen Binnenmarkt. Wir brauchen die Vergleichbarkeit
Und damit das Ganze letztendlich dann auch funktioniert, und das wurde uns diese Woche auch nochmal im Ausschuss bestätigt, brauchen wir auch eine gute Information und Bildungspolitik. Das wird Aufgabe die Bildungspolitik der Länder sein, aber ich bin eine Befürworterin, dass wir das Thema Ernährung und Nachhaltigkeit wirklich am besten als Schulfach, aber zumindest als festen Bestandteil in unseren Unterricht aufnehmen. Weil mit einem EU-Schulobstprogramm, wo einmal oder zweimal die Woche Obst verteilt wird in der Schule, werden wir das Thema Bewusstsein über gesunde und nachhaltige Ernährung nicht hinbekommen. Deshalb ist das Thema Bildung und das Thema Information für mich auch, Informationspolitik, auch ein zentraler Punkt in dieser Farm-to-Fork-Strategie. Und jetzt höre ich auf, weil schon mal gar keine Fragen, Chance mehr zu diskutieren. Und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Input über meine Themen geben. Ich freue mich jetzt auf Ihre, auf eure Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf jeden Fall wissen wir jetzt sehr viel mehr, was dieses Hof zum Tisch bedeutet, Farm to Fork, und dass auch der Ökolandbau so stark ausgebaut werden soll. Da schließen auch Noch schon ganz kurz ein. was ergänzen? Ja. Weil ich habe ja vorhin eigentlich eher so vorgestellt, was bedeutet der Green Deal und nicht unbedingt für die Pfalz. Ich meine, ich sehe sie von meinem Balkon. Das wird natürlich für einen sehr, sehr großen Chemiebetrieb in der Pfalz eine enorme Umstellung werden. Das ist ganz klar. Also angesichts des Energieverbrauchs, den natürlich so eine chemische Produktionsstätte hat, auch angesichts des Ressourceninputs, der da reingeht, werden da massive Veränderungen notwendig sein. Ich hatte mit dem Vorstandsvorsitzenden auch einen Austausch letztes Jahr schon und sagen wir es mal so, der ist grundsätzlich schon dabei und sagt, wir müssen natürlich auch durch so einen Übergang zu einer stärkeren Kreislaufwirtschaft erhalten wir ja auch unsere Wettbewerbsfähigkeit, weil wir eben nicht mehr gucken müssen, wo kriegen wir denn überhaupt unsere Rohstoffe her, sondern wenn wir Sachen im Kreislauf halten, erleichtern wir uns das Leben selbst. Andererseits war er sehr skeptisch, was jetzt die Möglichkeit angeht, den Energieverbrauch von so einem großen Werk letztlich über erneuerbare Quellen zu decken. Er konnte mir allerdings die Frage, ja, wie soll es denn anders gehen, wenn wir klimaneutral werden wollen, auch nicht so wirklich beantworten, ne? Also da ist noch sehr viel Forschungs- und Innovationsbedarf. Prozesse effizienter zu machen. Da ist besagte Produktionsstätte schon ziemlich gut, also was beispielsweise die Wärmenutzung angeht und so weiter, da machen die schon sehr viel. Aber es ist ganz klar, solange da die Steamcracker laufen, die eben aus dem Naphtha, aus dem Rohstoff dann die Grundstoffe fürs Plastik machen, mit einem enormen Erdgasverbrauch im Moment noch, da muss man gucken, wo man diese Energien am Ende herholt. Die sind zum Beispiel auch sehr daran interessiert, an sogenannten PPAs, Power Purchase Agreements. Das bedeutet, sie würden den grünen Strom direkt von Windparks, direkt von großen Photovoltaik-Freiflächenanlagen kaufen. Also gar nicht übers EEG, sondern dass die wirklich sofort den Strom dort kaufen. Aber er sagt, die Mengen sind im Moment einfach auch europaweit nicht da. Das bedeutet, dass europaweit, aber natürlich auch hier in der Pfalz, wir die erneuerbare Energieproduktion enorm steigern müssen, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Und wenn ich so durchs Land radle, ich finde es immer toll, wie viele Dächer schon mit PV ausgestattet sind, aber es sind halt auch noch verdammt viele nicht mit PV ausgestattet. Und die zeigen nicht alle nach Norden, ne? Also daran liegt es jetzt nicht. Und da denke ich, ist es auch an der Bundesregierung, dass das, was in der EU schon beschlossen worden ist, hinsichtlich der Stärkung der Bürgerenergie auch tatsächlich umzusetzen, damit jedem Haushalt, auch jedem Mieterhaushalt erleichtert wird, seine eigene Energie zu erzeugen und zu verbrauchen und auch an die Nachbarn zu verkaufen. Das ist nämlich im EU-Recht festgeschrieben, dass das erlaubt sein muss. Ganz kurz noch, weil du das angesprochen hast, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck anschauen müssen. Ich poste das mal gerade in den Chat. Wir hatten ein sehr, sehr interessantes Webinar mit Professor Rockström, Leiter des Potsdam Klimainstituts, der das Konzept der planetaren Grenzen erfunden hat, und Tobias Lung von der Europäischen Umweltagentur, die untersucht haben, lebt denn überhaupt Europa innerhalb der planetaren Grenzen? Und Spoiler vorweg, Europa lebt nicht innerhalb der planetaren Grenzen. Man kann das Webinar, das war schon, ist schon ein bisschen her, das kann man aber noch nachschauen, das haben wir hochgeladen, inklusive der deutschen Übersetzung, weil das war auf Englisch. Und jetzt höre ich auf, Fabian. Vielen Dank, Jutta, für diese Ergänzung. Michael und Andrea schließen quasi an diesen beiden Themen an. Sie haben Fragen zu der Umsetzung in Deutschland, was
die Regelungen zum Kohleausstieg und zur Nitratbelastung angeht. Aber vielleicht möchte Andrea das auch selber sagen. Andrea, ich schalte dich jetzt mal frei und du müsstest dich dann noch selber laut schalten. Gut. Man müsste dich jetzt eigentlich hören, Andrea. Hallo, Andrea. Du müsstest dich auch noch laut schalten und dann kannst du deine Frage stellen. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja, jetzt Ah, können wir dich jetzt. hören. Okay, gut. Ja. Ja, ich wollte jetzt gar nicht auf die schriftlichen Fragen eingehen, sondern ich habe noch eine zusätzliche mündliche Frage bei den Ausführungen von der Frau Schneider. Und zwar sagten Sie, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher bestimmen, was sozusagen auf den Teller und auch in den Handel kommt. Und da würde ich gerne widersprechen wollen. Das machen die nur zum Teil. Viele entscheiden da ganz strikt nach Geldbeutel und was kann ich schnell aus dem Supermarkt greifen? Für viele ist das einfach ein Zeitfaktor und können nicht jeden Packungsaufdruck lesen. Für mich ist relevant, was von der Politik an Rahmenbedingungen vorgegeben wird. Und ich glaube, da hat die Politik viel mehr Spielraum und Gestaltungsmöglichkeiten, als das suggeriert wird. Ich denke, da muss viel mehr tatsächlich von oben an die Herstellerinnen und Hersteller vorgegeben werden, damit das so beim Verbraucher ankommt, dass es auch wirklich nicht klimaschädlich ist. Und die anderen Fragen, die habe ich schriftlich gestellt, da können wir vielleicht nachher noch drauf eingehen. Vielen Dank, Andrea. Christine, kannst du darauf Soll antworten? ich direkt antworten? Genau. Also das Thema Verbraucherinnen und Verbraucher, wir haben als Verbraucher eine ganz große Macht. Und ich behaupte mal, es würde nichts in den Regalen des Lebensmitteleinzelhandels liegen, wenn das dort auch nicht gekauft wird. Sie haben es angesprochen. Und oft entscheiden oder viele Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden über den Preis. Es müssen auch viele, das müssen wir ganz offen sagen, über den Preis entscheiden. Es kann nicht jeder im Bioladen einkaufen, weil auch die Lebensmittel dort um einiges teurer sind. Und das war auch so mein Angriffspunkt an der Farm-to-Fork-Strategie, weil wir ganz viel konkrete Ziele im landwirtschaftlichen Bereich haben, aber bisher noch nicht klar ist, weil diese Ziele werden viel mehr Investitionen bedeuten und mehr Kosten bedeuten auf einer ökologisch-landwirtschaftlich, auf einer Öko-Landbaufläche. Erziele ich rund 50% des Ertrags gegenüber einer konventionellen, die Jutta widerspricht, wir gehen da gerne in die Diskussion, gegenüber einer konventionellen bewirtschafteten Fläche. Und deshalb werden die Lebensmittel, ich habe gewisse Mittel gar nicht zur Verfügung etc., sind auch um einiges teurer. Und deshalb fehlt mir an dem Punkt, wie wir es dem Verbraucher trotzdem ermöglichen, nachhaltig gesunde Lebensmittel zu kaufen. Das ist der eine. Der zweite Punkt, Thema Kennzeichnung. Ich will das vielleicht an einem Beispiel festmachen. Wir haben es geschafft, durch eine Verordnung im Bereich der Legehennenverordnung, dass Käfighaltung bei uns in Europa nicht mehr möglich ist. Was wir vergessen haben, dass über 95% der Eier, die täglich gelegt werden, Eier sind, die verarbeitet werden. Und sie finden keine Kennzeichnung zum Beispiel in der Regel auf den Nudeln oder anderen Produkten, die Eier enthalten, wo die Eier herkommen und aus welcher Haltungsform sie kommen. Und das sind Punkte, wo ich sage, da kann man verantwortlich kennzeichnen, durch verantwortliche Kennzeichnung den Verbraucher mündiger machen und den Verbraucher in die Lage zu versetzen, okay, mir ist klar, dieses Ei kommt aus dieser Haltungsform und auch diese Nudeln werden aus Eier dieser Haltungsform entsprechend produziert und deshalb entscheide ich mich bewusst für diese. Also ist das eine das Kennzeichnung, das andere den Verbraucher entsprechend aufzuklären und das dritte sind dann die Produktionskosten und das wird der spannende Punkt auch in der Farm-to-Fork-Strategie zu sein, möglicherweise verbunden mit der GAP. Das ist ja jetzt noch ein Streitpunkt, wie die finanziellen Zahlen laufen. Vielen Dank, Christine, für diese Klarstellung und auch, dass man die Verbraucher in die Lage versetzen muss, auch Entscheidungen zu treffen, die ihren Werten entsprechen.
Eckart hat sich gemeldet und Eckart, ich schalte dich frei und du müsstest dich auch freischalten. Jetzt kannst du deine Frage stellen. Jo, danke schön. Ja, mir geht es ein bisschen um die Ziele, die ihr präsentiert habt und die Jahreszahlen, also wie ihr am Ende da hingekommen seid, wenn ihr gesagt habt, klimaneutral bis 2050, dann habt ihr ja da irgendein Budget zugrunde gelegt. War das dann auch, jetzt ist die 250 Ergebnis eurer Verhandlungen oder steckt da der Verbrauch in der EU dahinter oder der globale Abdruck der EU? Was steckt da dahinter? Also das ist einfach das, was die Kommission bzw. Frau von der Leyen aufgerufen hat. Ja, was also wir gedacht haben das, okay. Wir haben das kritisiert, selbstverständlich als Grüne, weil wir halt gesagt haben, alles, was nicht Budgetansatz heißt, sprich, was nicht die Gesamtmenge Emissionen anschaut, egal in welchem Jahr die passieren, steht in völligem Widerspruch zu allem, was die Wissenschaft uns sagt. Ja, und wir haben da auch noch mehrfach insistiert, bevor die Kommission mit ihrem Klimagesetz rausgekommen ist, und gesagt, Leute, ihr müsst es ordentlich machen, ihr müsst den Budgetansatz nehmen, und haben immer zu hören bekommen, den versteht doch keiner und eine Jahreszahl kann sich jeder merken. Ja, toll. Also das finde ich, ja, sagen wir es mal so, ich hätte mir eine andere Vorgehensweise gewünscht an der Stelle. Und selbstverständlich, um das nochmal kurz, was Andrea in den Chat, in die Fragen geschrieben hatte mit dem Kohleausstieg. Also ich formuliere es mal neutral. Wir werden mal die Generaldirektion Wettbewerb fragen, ob denn staatliche Beihilfen in der Höhe und Form, wie sie in dieses Gesetz geschrieben werden, auch andere Dinge, die in dem Gesetz drinstehen, sind europarechtlich aus meiner Sicht hochproblematisch. Wie zum Beispiel, dass dieser öffentlich-rechtliche Vertrag, der mit den Betreiberinnen und Betreiber geschlossen werden soll, dass da drin steht, dass zukünftige gesetzliche Regelungen diesen Vertrag nicht verletzen dürfen. Das würde bedeuten, dass die Umsetzung der Industrieemissionsrichtlinie nicht erfolgen darf, ne? Weil die Quecksilber- und Stickoxidwerte ansonsten die Braunkohle nämlich einfach rauskegeln würden. So, und spätestens das finde ich europarechtlich mal mindestens problematisch. Und demzufolge werden wir da auch bei der Kommission mal vorsichtig nachhaken, wie Sie das denn so sehen. Also wir merken, es ist noch viel flexibel. Es kann noch viel Einfluss genommen werden durch Abgeordnete im Europaparlament. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, klar. Wunderbar. Einfluss widerspricht jetzt nicht, Jutta. Nein. Nein, jetzt auf das deutsche Kohleausstiegsgesetz können wir insofern Einfluss nehmen, dass wir sozusagen die Kommission darauf aufmerksam machen, dass wir da ein Problem sehen. Aber letztlich ist es natürlich Angelegenheit der Kommission als Hüterin der Verträge dafür zu sorgen, dass EU-Recht umgesetzt wird. Aber der Erfahrung nach passiert es leichter, wenn sich da ein MEP dahinter klemmt und sagt, hier, guck mal da ist was nicht in Ordnung. Vielleicht gerade noch ergänzend dazu. Ich glaube, da sollten wir aus den Fehlern der Vergangenheit auch lernen. Und also wir versuchen das jetzt gerade auch auf unserer Ebene, die europäische mit der bundespolitischen Ebene stärker zu verzahnen. Weil das ist ja bei einer Frage vorhin auch angeklungen, Thema Nitratwerte, Thema Nitratrichtlinie, Düngeverordnung. Die Nitratrichtlinie geht auf das Jahr 1994 zurück und erst als wir im Anlastungsverfahren, weil wir in Deutschland es nicht gemacht haben, ist was geschehen. Und da war der Punkt und diese Kritik geht an zwei, drei, fast Jahrzehnte zurück, zu sagen, das hat man einfach verschlafen. Und ich glaube, da ist viel wichtiger, dass wir uns noch enger verzahnen und sagen, Leute, wir haben hier jetzt die Rahmengesetzgebung gemacht, wir müssen jetzt auch schauen, dass es in nationale Gesetzgebung umgesetzt wird. Das stimmt. So, Günther, dich würde ich als nächstes dran nehmen. Ich schalte dich jetzt laut. Du müsstest dich auch noch laut schalten. Hallo, Günther. Könnt ihr mich schon hören? Ja. Hallo, Jutta. Also, ich habe gestern Abend mal den Annex von diesem Green Deal durchgelesen mit der Roadmap, den Key Actions und Indicative Timetables und so weiter. Frage ist, wie werden diese sehr allgemein gehaltenen Key Actions umgesetzt? Durch europäische Gesetze und Vorschriften, Strategien, werden alle europäischen Gesetze zuerst in nationales Recht umgesetzt, übergeführt? Müssen die übergeführt werden? Wenn ja, wie lange dauert das erfahrungsgemäß?
Abschließend, wie werden die Key Actions finanziert? Direkt von Brüssel oder über nationale Budgets? Das war's erstmal. Ja, das kann man relativ kurz und knapp beantworten. Kommt drauf an. Nein, also es ist tatsächlich so, es gibt manche Punkte davon werden tatsächlich in Gesetzesform überführt, wie jetzt beispielsweise beim Klimagesetz. Aber auch Beispiel Klimagesetz, die Maßnahmen, die dafür erforderlich sind, werden nicht von Brüssel bezahlt. Während wir im Agrarbereich selbstverständlich mit den Agrarsubventionen einen direkten Transfer quasi aus dem EU-Budget in die Mitgliedstaaten haben, beziehungsweise zu den einzelnen Akteuren. Man kann es also nicht pauschal sagen, es kommt immer drauf an. Es ist auch ein Unterschied, ob man eine Directive hat, sprich eine Richtlinie, die nochmal umgesetzt werden muss in nationales Recht, wie es eben jetzt bei der vorhin angesprochenen Bürgerenergie ist, die aus der Erneuerbaren Richtlinie stammt, oder ob man eine Verordnung hat. Eine Verordnung gilt unmittelbar. Sie muss nicht in nationales Recht umgesetzt werden. Sie kann in nationales Recht umgesetzt werden, muss aber nicht. Das war jetzt beispielsweise der Fall bei der Chemikalienverordnung REACH seinerzeit, die eben unmittelbar gültig war, unabhängig davon, was die Mitgliedstaaten damit machen. Okay, jetzt hat ja der Green Deal, glaube ich, ein separates Budget von, nee, was weiß ich, 750 Milliarden oder so, oder was ist da eine Zahl, die da im Raum besteht? Das ist der Ganze. Das Ganze ist das gesamte EU-Budget. Das ist der noch mehr. Das EU-Budget selber ist viel kleiner. Das ist der Recovery Plan. Das ist also quasi der Wiederaufbauplan nach Corona. Und davon ist eben ein Teil wird aus dem EU-Budget finanziert, ein Teil wird über Anleihen finanziert. Die Anleihen werden aber auch wieder aus dem EU-Budget bedient. Das ist aber nicht alles nur für den Green Deal, wobei es uns natürlich schon sehr recht wäre, wenn alles, was wir im Rahmen des Corona-Wiederaufbaus machen, tatsächlich Green Deal-konform wäre, ne? Weil es wäre ziemlich sinnlos, auf der einen Seite zu versuchen, die Wirtschaft zu transformieren, auf der anderen Seite jede Menge Geld in das Beibehalten der Alten zu stecken. Ja, stelle ich mir jetzt nicht so. Okay, danke schön. Das ist ja auch das Ziel des nachhaltigen Recovery Fonds. Und uns war es auch wichtig, dass wir damit nicht all die Schulden, die von der Vergangenheit sind, jetzt genutzt werden, um abzutragen, sondern wirklich auch, um uns zukunftsfähig aufzubauen, um uns nachhaltig aufzubauen, um im Bereich der Forschung zu investieren und die Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch umzusetzen. Dankeschön dafür. Ursula, ich glaube, die Frage zum Zeitplan für 2020, 2030 wurde geklärt. Dann hat Michael noch eine Frage gestellt, die auch bei der Grünen Jugend wichtig war oder die der Grünen Jugend auch wichtig war. Wie steht es um Green Financing? Also wie kann man den Kapitalmarkt nachhaltiger machen? Steckt das auch im Green Deal drin? Also was bedeutet das für Umwelt-, Sozial- oder Governance-Standards für Banken? Kann ich gerne was zu sagen. Also die Sustainable Finance ist schon abgestimmt, die ist im Parlament durch und die sogenannte EU-Taxonomie ist auch durch, die ist sogar schon durch einen Trilog, sprich da gibt es ein Ergebnis, was sowohl vom Rat der Mitgliedstaaten als auch vom Europäischen Parlament angenommen worden ist, was die EU-Kommission jetzt umsetzen muss. Bei der Taxonomie geht es darum, dass Finanzprodukte, und zwar gleichgültig, ob sie von Banken, von Investmentsfonds, von Versicherern, also das ist wirklich nur größenabhängig, ne? Also die kleine Sparkasse um die Ecke muss es nicht machen, aber eben ein größeres Institut muss es machen, dass diese Finanzprodukte gekennzeichnet werden müssen, wie grün sind sie. Und das ist was, wo ein sehr, sehr hartes Ringen dem vorangegangen ist. Das wird ab 1.1.23, glaube ich, muss es tatsächlich gekennzeichnet werden. Die Kommission ist jetzt gerade dabei zu erarbeiten, wie denn da die Details aussehen sollen. Da haben sie dummerweise einen Beratungs- oder mehrere Beratungsaufträge ausgeschrieben und einen davon hat ausgerechnet BlackRock gewonnen, die ja nun nicht gerade für besonders nachhaltige Wirtschafts- oder Investitionsarten bekannt sind. Wir haben daraufhin einen Brief geschrieben, von vielen, vielen Parlamentariern unterschrieben an die Kommission, dass wir das sehr, sehr kritisch sehen und dass sie das bitte doch nochmal überdenken sollen, weil wir sehen, dass da die Glaubwürdigkeit einfach auch schwindet. Die Kommission hat uns dann sehr lange und sehr technisch geantwortet, warum das beste Angebot war und BlackRock ihnen also
mit Hand aufs Herz versichert hat, dass es da keinen Interessenkonflikt gäbe. Ich finde es nach wie vor sehr, sehr unglücklich, aber um alle so ein bisschen zu beruhigen, es ist ein Beratungsauftrag von vielen. Also es ist jetzt nicht so, dass BlackRock ganz alleine das schreibt, was die Kommission dann am Ende des Tages als quasi Regelwerk für diese Green Taxonomy aufsetzen wird, sondern ein Aspekt, nämlich wie kann man welche Kriterien im Bereich der Nachhaltigkeit festlegen. Da ist BlackRock mitbeteiligt, aber es ist nicht so, dass die dieses ganze Ding schreiben. Und vielleicht, okay, dann machen wir noch eine Frage. Genau, noch eine Frage. Die letzte Frage für heute ist, die Viertelstundenstadt klingt ja gut, aber gibt es da auch Ideen für ländliche Räume, die wir in der Pfalz ja auch haben? Gute Frage. Also die Viertelstundenstadt kam mir so im Kopf, weil Anne Hidalgo das eben in Paris so propagiert und natürlich gerade für den urbanen Raum ist es eine sehr gute Möglichkeit, um die Mobilität nachhaltiger, sauberer zu machen, die Städte lebenswerter zu machen. Machen wir uns nichts vor. Im ländlichen Raum kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen, wie das ohne individuelle motorisierte Mobilität funktionieren soll. Also auch ich nicht, obwohl ich jetzt grün und bababa und überhaupt, ich habe ja selber ein Auto, ne? Obwohl Neustadt noch nicht so ganz ländlicher Raum ist, aber in manche Ecken kämpft halt sonst einfach auch Nimi heim abends, ne? Das ist halt so. Und klar, ich nehme dich mit. Ja, genau. Fahrgemeinschaft, immer eine gute Sache. Ich beruhige mich dann damit, dass es halt zumindest ein Elektroauto ist und was nur mit meinem Solarstrom vom Dach geladen wird, so, ne? Also dass man das halt versucht, möglichst nachhaltig zu gestalten. Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass wir auch im ländlichen Raum wieder so eine mehr gemeinwohlorientierte uns dahingehend implementieren könnten. Und da wären wir jetzt wieder bei den Geldern für die Entwicklung des ländlichen Raums, die ja auch in den Agrarsubventionen drin sind, dass man sowas wie Dorfläden auch dadurch subventioniert, damit eben Menschen, die ohne Auto auf dem Land wohnen, weil die gibt's ja auch, ne? Also meine Schwiegermutter hatte bis an ihr Lebensende keinen Führerschein, so, ne? Dass die eben die Möglichkeit haben, auch ihre täglichen Bedürfnisse zu erfüllen, ohne darauf angewiesen zu sein, dass sie jemand irgendwohin mitnimmt. Im Bereich Gesundheitsversorgung, glaube ich, werden wir sehr, sehr viel erleben, was die Telemedizin angeht, weil wir da in anderen Ländern auch schon viel weiter sind und uns da einiges abgucken können. Ich habe gerade mir überlegt, dass wir Michael noch kurz da reinnehmen können. Der hat sich gemeldet und die Frage kam nämlich von ihm. Michael, ich würde dich jetzt mal freischalten und du müsstest dich auch noch lautschalten und jetzt sollten wir dich hören. Ja, hallo, ich hoffe, ihr hört mich. Danke, dass ihr mich noch dran nehmt. Die Frage ist für mich schon auch deshalb wichtig, weil ich selber im Stadtrat beziehungsweise eben da kommunal aktiv bin und eben auch ein überzeugter Europäer. Und wenn ich also mit meinen Freunden aus den großen Städten spreche, dann sagen die mir, ist doch alles einfach, du nimmst einen Bus und fährst dann nachts heim. Und ich muss denen dann immer erstmal erklären, dass in Rheinland-Pfalz nicht alles so weltstädtisch ist wie Berlin, Hamburg oder München. Und deswegen ist sicherlich Verkehr ein Thema, das haben wir angesprochen. Ich sehe es aber selber, die Versorgung auf dem Land. Und da ist vielleicht die Chance, dass wir sagen, hier mit dem Green Deal, dass wir, wenn wir sowieso versuchen, die Ernährung regionaler zu gestalten, dass wir da eine Förderung irgendwie reinkriegen, dass wir auch tatsächlich die lokal erzeugten Produkte lokal auch stärker fördern. Jetzt nicht nur, um auf den Wein zu sprechen zu kommen, denn den fördern wir lokal schon stark genug. Nee, aber ich frage mich immer, wo kriege ich denn mal eine frische Milch her oder was ist es denn mal mit dem Käse oder wenn ich jetzt mit dem Fleisch, das ist ja eine ganz aktuelle Diskussion, ich würde gerne mal regionales Fleisch vom Biobauern kaufen, ist fast unmöglich. Und natürlich ist es eine Preisfrage, aber da ist die Frage, können wir da auf europäischer Ebene was schaffen? Können wir da Rahmenbedingungen setzen? Ich denke, im Rahmen des Green Deals wäre das schon mal eine Möglichkeit, einen großen Gedanken zu fassen und das eben auch für den ländlichen Raum zu berücksichtigen. Aber ich sehe schon, ich brauche euch da nicht zu überzeugen. Ihr habt das auf dem Radar. Danke. Ja, vielleicht ergänzend. Genau das ist der Punkt, was ich ja als Kritik angesprochen habe. Wir sind sehr konkret bei der Farm to Fork, wenn es um die Farm geht. Aber alles, was hinten dran kommt, gibt es noch keine konkreten Ziele. Aber das sehe ich auch als Chance, weil das ist nämlich genau der Punkt, den Sie angesprochen haben, wirklich diese regionalen Lebensmittelketten zu stärken.
Und wenn wir uns das Thema Fleischskandal anschauen, und dann sind das natürlich die Konsequenzen mit immer billiger, immer billiger, immer billiger produzieren. Wir haben die regionalen Schlachthöfe, auch aufgrund Vorgaben der europäischen Ebene, sind weggestorben. Wir haben nur noch einige große. Das hat wieder zur Konsequenz, dass wir große Tiertransporte haben. Und das sehe ich wirklich als Chance jetzt in der Farm-to-Fork-Strategie, dass wir auch in die regionalen Räume, bei uns in den ländlichen Raum, auch entsprechend fördern können und diese ganze Kette nachhaltiger zu machen. Und noch ein Werbeblock. Ich behaupte immer, dass ich mich am CO2-neutralsten ernähre, obwohl ich absolute Fleischesserin bin. Ich bin nämlich selbst Jägerin und ich habe 100% Biofleisch bei mir immer in meiner Gefriertruhe, das keinen Tiertransport hinter sich hat. Also wenn Sie da Bedarf haben, gerne melden, auch zu sehr vernünftigen Preisen. Wunderbar, dann haben wir den Werbeblock auch noch reingenommen. Darf ich noch? Oh ja, ich schalte dich wieder frei, Michael, tut mir leid. Ja, Michael? Ich wollte noch mal kurz auf das Thema mit den pilzwiderstandsfähigen Reben zurückkommen, weil das ist ja, denke ich, ein ganz reiner Fall spezifisch, aber für den Weinbau schon ein spezifisches Thema. Auch ich habe das schon mitgekriegt, dass man gerne Pestizide verbieten möchte, aber auch die Biolandwirte setzen ja Pestizide ein, und Schwefel und Kupfer ist für mich, also gerade Kupfer ist für mich auch ein sehr fragwürdiges Spritzmittel. Also ich komme aus der Landwirtschaft, ich mache jetzt freiwillig Bio, obwohl ich eben in einem Betrieb, in der Genossenschaft bin, die noch nicht auf Bio umgestellt ist. Aber ich mache es halt für mich, weil die Weinberge um mein Haus rumliegen und ich einfach für mich da Rücksicht nehme. Ich bin der Meinung, wir sollten auch da überlegen, ob wir nicht diese modernen Pflanzenarten, ich spreche jetzt gar nicht von Gentechnik, weil PV-Sorten werden momentan in großem Maßstab durch Kreuzungen einfach ausgetestet. Und wir haben Rebsorten, wir haben auch andere Pflanzen, die widerstandsfähiger sind. Deswegen nennt man sie ja besser starke Reben als pilzwiderstandsfähig. Das hört sich so schlimm an. Auch da, denke ich, sollte man Fokus drauf legen, dass man solche Sorten reinbringt, dass man vielleicht auch da überlegt, wie man im Marketing vielleicht einen Anstoß geben kann. In Deutschland haben wir halt leider die Situation, dass Weine nach Rebsorten gekauft werden. Jeder will einen Riesling haben. Mhm. Aber dass ein Riesling von der Mosel oder von der Pfalz oder von sonst wo komplett verschiedene Weine sind, das ignoriert man dann gerne. Ich habe eine neue Lieblingsrebsorte, der Sauvignac. Ich denke, das sind Reben, die auch super Weine geben. Und den Winzer alleine zu sagen, du musst jetzt so Sorten anzupflanzen, hilft natürlich nicht. Da muss man dann eben den kompletten Ansatz gehen, vom Erzeuger über den Handel bis zum Verbraucher. Und auch das, denke ich, wäre ein Anstoß, dass man im Green Deal eben auch da diese starken Rebsorten, oder eben nicht nur jetzt beim Weinbau, sondern generell, auf Pflanzen geht, die eben auch da weniger Pflanzenschutz benötigen und vielleicht dann, wenn das Marketing ein bisschen Unterstützung braucht, auch da Mittel vorsieht, um den Markt ein bisschen zu unterstützen. Zwei Stichworte. Wir müssen, um die Ziele Green Deal und auch Farm-to-Fork-Biodiversitätsstrategie zu erreichen, technologieoffen sein. Das sind wir auch im Bereich Züchtungstechnologien, im Bereich Digitalisierung etc. Ich bin vollkommen bei Ihnen, dass wir gerade, was das Thema Züchtung, was pilzwiderstandsfähige Rebsorten auch in anderen Bereichen, noch viel mehr investieren müssen. Und ich sage das immer meinem Geilweilerer Hof oder im JKI, die ja da sehr stark unterwegs sind, wir müssen dann auch auf das Marketing achten, weil oft haben die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten auch nicht immer so den gängigsten und umgängigsten Namen. Der Regent war bisher der Einzige, der jetzt wirklich den Durchbruch geschafft hat. Aber ich sehe da auch eine große Chance dran. Jutta, möchtest du noch etwas dazu sagen? Ich könnte jetzt noch ganz viel dazu sagen. Ja. Ich tue es aber nicht, weil wir sind nämlich schon über der Zeit. Ja. Insbesondere der ganz, ganz vielen Dank auch an unsere technischen Helfer im Hintergrund, die mal wieder einen Abend opfern für ein Webinar. Es ist ja bei Gott nicht das Erste. Also ich habe schon ganz oft hier gesessen und in diese Kamera geschaut. Und ja, ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken bei dir, Christine, dass du mitgemacht hast, bei dir, Fabian, dass du das so schön
moderiert und organisiert hast, insbesondere, wie gesagt, bei unseren technischen Helfern, ohne die das alles gar nicht möglich wäre, und selbstverständlich bei unserem Publikum, für die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Fragen, für eure Wortmeldungen. Wir werden dieses Webinar, wie die anderen Webinare, die wir im Rahmen unserer Grüne Europa-Webinarreihe machen, auch online stellen. Das dauert normalerweise immer ein bisschen, weil dann auch das ein oder andere technisch geregelt werden muss, aber das kommt irgendwann, fest versprochen. Es ist klar, dass innerhalb eines begrenzten Zeitraums nicht alle Fragen beantwortet werden können. Deshalb würde ich euch bitten, wenn noch Fragen offen geblieben sind, schickt sie uns einfach per Mail an unsere Abgeordnetenbüros und wir versuchen nach Möglichkeit, uns dann auch darum zu kümmern. Aber jetzt wünsche ich allen einen wunderbaren Abend und ein schönes Wochenende. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich bedanke mich für die Orga, hat total Spaß gemacht und habe jetzt gerade noch meine Kontaktdaten eingegeben. Auch wenn es Fragen an mich oder Anregungen gibt, einfach melden. Mein Wahlkreisbüro ist in Gimmeldingen, in Neustadt, so wie sich das gehört. Vielen Dank an euch, hat viel Spaß gemacht, dass ihr mich eingeladen habt. Noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.